Also, wir haben ja vorher in Spandau noch gewohnt, 2 Jahre. Und da haben aber meine Oma und Opa noch mit drin gewohnt. Und meine Mutter und mein Vater wollten dann ein eigenes Haus. Und dann sind wir halt hierher gezogen. Es ist sehr ruhig und man kann hier über etwas nachdenken, was man vielleicht auf einer offenen Straße, wo viele Autos sind oder so, nicht machen kann. Jetzt hast du hier ganz viele Fotos gemacht von so Detailaufnahmen, wie zum Beispiel hier diese alte Tür. Warum hast du das fotografiert unter dem Thema Zuhause? Naja, weil das so kleine Dinge sind, die einen einfach an Zuhause bzw. an mein Dorf erinnern. Und ja, finde ich passend halt, weil hier gibt es ja nicht so vieles neu, so viel Neues. Deswegen habe ich eher die älteren Dinge und so fotografiert. Jetzt die Mauern oder die alte Tür. Das ist so früher so unser Treffpunkt gewesen. Dann haben wir versucht, ihn wieder neu aufzubauen. Aber da war unser Bürgermeister dagegen und jetzt wurde hier alles zugemacht. Wir können zwar unsere Meinung sagen, aber geändert wird trotzdem nichts. Also ich finde Natur wichtig. Ich finde draußen sein ist besser als jetzt drinnen. Da schlafen wir auch manchmal im Garten, haben wir eine Laube. Da habe ich früher ganz oft drauf gesessen auf den Stühlen. Die hat auch schon meine Schwester die Stühle. Werden die heute auch noch benutzt? Nein, nicht mehr so. Ich bin doch schon kaputt mehr. Was macht man hier als Jugendlicher? Gar nichts. Also hier war zwar mein Konsum, aber der ist schon lange raus. Und also hier gibt es eigentlich gar nichts. Also Freunde treffen und mit denen irgendwo wegfahren mit Fahrrad oder so. Meine ganze Familie ist in der Feuerwehr. Hier fühle ich mich einfach übelst wohl. Also hier sind auch meine fast ganzen Freunde. Und ja, wir sind alle wie so eine große Familie. Hier kennt jeder jeden. Ich stehe meiner Familie auch sehr nah. Ich will ja hier dann nicht wohnen bleiben. Also ich muss ja dann weg. Also hier kann man ja nicht so viel machen, weil hier auch kein Club ist oder so ein Konsum oder so. Also die meisten gehen eigentlich weg, weil ja, hier ist ja nicht so viel los. Wenn man dann im Fernsehen immer sieht, was es für Städte und so gibt, wollen die natürlich dann auch dahin mal und so was erleben und so und nicht immer in Dörfern bleiben und so. Gibt es hier in Krien irgendeine Arbeitsstelle, wo man arbeitet? Nicht wirklich. Eine Bürokauffrau oder Lehrerin oder so Erzieherin so. Ich möchte wahrscheinlich auch Erzieherin werden. Ich finde es gut, mit Kindern zu arbeiten, ihnen was beizubringen. In Krien bleiben oder woanders hingehen? Was würdest du machen? Ich glaube, hier bleiben oder so in der Nähe sein. Also auf jeden Fall nicht so weit weg. Also ich werde sie dann auch noch besuchen kommen und dann, ja, also ich werde sie besuchen kommen. Ich finde es ja gut, aber ich finde, das ist hier mehr was für ältere Leute. Also Mädel wird immer mein Zuhause bleiben, egal wo ich bin.